Einen wunderschönen Sonntagnachmittag oder wie wir hier in Frankfurt zu sagen pflegen, Gude hier am Mainufer. Die UEFA Euro 2024, die macht heute Pause. Es ist spielfreier Sonntag. Seit gestern Abend stehen ja alle Halbfinalbegegnungen fest. Also Spanien trifft auf Frankreich und England spielt gegen die Niederlande. Und auch wenn unsere deutsche Mannschaft und auch unser Austragungsort Frankfurt mittlerweile zuschauen müssen, wollen wir diese begeisternde EM-Stimmung noch ein bisschen weiter hierher tragen und begrüßen euch jetzt recht herzlich zu den Fußball-Inklusionstagen, die hier Station bei uns im Herzen von Europa machen. Und in Frankfurt hat der Fußball ja schon immer traditionell eine hohe gesellschaftliche Bedeutung. Wir stehen ein für solche Werte wie Integration, wie Toleranz, wie Vielfalt. Und ja, zur Vielfalt gehört eben nicht nur der kulturelle Hintergrund oder der religiöse oder die Hautfarbe, sondern es gehört auch dazu zur Vielfalt, dass Menschen mit Behinderung diesen wunderbaren Sport ausüben. Und die wollen wir heute mal in den Vordergrund stellen. Denn es gibt ganz, ganz viele Sportlerinnen und Sportler mit Handicap, die diesen Fußball ausüben. Also der Tonmann kommt aus Offenbach, das müsst ihr euch merken. Ja, also wir haben leichte Aussetzer, wir gucken gleich mal. Auf jeden Fall wollen wir erstmal die Mannschaften begrüßen und gucken, ob ihr alle überhaupt schon wach seid. Also an die Mädels und an die Jungs aus Köppern, aus Dorla, aus Kaiserslautern. Seid ihr alle da? Ja! Habt ihr Bock? Also, gleich startet es das Fußballfreunde-Turnier. Und das ist aber heute nicht alles. Wir haben um 16.30 Uhr, wenn ihr alle heute einen ganz langen Nachmittag hier bei uns verbringen wollt, noch eine Blindenfußballeinheit. Das wird auch ganz interessant. Auf dem linken Court wird gespielt und auf dem rechten Court, da kann sich jeder, den es interessiert, mal ausprobieren. Wie fühlt sich das eigentlich an, blinden Fußball zu spielen? Da gibt es da Mitmachstationen auch für Amputierten. Auch für amputierten Fußball haben wir was mitgebracht. Das Ganze wird organisiert von der Sepp Herberger Stiftung des DFB in Kooperation mit dem Hessischen Fußballverband und mit der Host City Frankfurt mit ganz vielen Kooperationspartnern noch. Die DFL-Stiftung ist auch noch mit dabei. Und stellvertretend für die Organisation begrüßen wir jetzt Nico Kempf, den stellvertretenden Geschäftsführer der DFB-Stiftung Sepp Herberger bei uns. Mein Lieber, grüß dich. Ja, hallo. Hallo zusammen. Ja, ich glaube, wir haben beste Fußballbedingungen hier. Großartiges Fußballwetter, einen tollen Court, der schon wartet, dass ihr ihn bespielt. Wir freuen uns ganz besonders auf das inklusive Fußballturnier Fußballfreunde Cup. Und wir wollen die Ziele der Fußball-Inklusionstage natürlich in den Fokus stellen. Und das heißt, gemeinsame Freude am Fußballspielen erleben. Faire Spiele, die finden eigentlich immer statt. Und wir wollen, dass ihr ganz, ganz viel Spaß habt heute, sodass wir euch in den Mittelpunkt drücken entsprechend und hoffentlich ganz vielen Zuschauern und Zuschauern zeigen, wie toll ihr Fußball spielen könnt. Dementsprechend, ich glaube, wir haben 2-3 Minuten schon Verzug. Wollen wir gar nicht viel mehr drüber reden und gleich loslegen? Also, auf den Platz mit euch und dann ran an die Pille. Viel Spaß!
große Emotionen, ganz große Leidenschaft und vor allem ganz, ganz starke Leistung von allen teilnehmenden Mannschaften. Ein Gruß mit Deborah Levy, die wir jetzt hier ganz herzlich begrüßen. Auch großen Applaus. Sie ist normalerweise im Eiskanal unterwegs. Sie ist Europameisterin und Olympiasiegerin im Zweierbob. Euch fragen wir gleich noch ein paar Sachen aus. Wir begrüßen noch ein paar weitere Leute, die hier diesen Tag möglich gemacht haben. Nico Kempf, den stellvertretenden Geschäftsführer der Sepp Herberger Stiftung, haben wir vorhin schon gehört. Wir begrüßen außerdem Thorsten Picher vom Hessischen Fußballverband und Friederike Suckert von der DFL Stiftung. Alles Kooperationspartner, ohne die dieser Tag, wie gesagt, heute nicht möglich wäre. Deborah, sag ganz kurz, du warst jetzt wochenlang im Einsatz hier in Frankfurt, hast unsere Stadt repräsentiert für die UEFA Euro 2024. Was war es für dich, ja, für Eindrücke, für Emotionen? Was hast du für dich persönlich mitgenommen? Hallo erstmal zusammen, ich hoffe, ihr hattet heute sehr viel Spaß bei dem Turnier. Ich hatte die letzten Wochen auch sehr, sehr viel Spaß. Wir hatten unglaublich viele schöne Momente, viele Termine auch. Und ja, trotzdem war ich trotzdem auch voll gerne hier in der Fansau und auch außerhalb meiner Termine, einfach weil die Stimmung hier so gut war. Und das war auch mein kleines Highlight jetzt auch während der Europameisterschaft, die Fanrunde hier, weil einfach hier sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen und gerade auch so wichtige und wertvolle Veranstaltungen wie heute stattfinden. Und deshalb wünsche ich mir auch für die Zukunft, ich fände es cool, wenn jedes Jahr hier so eine Fanrunde, ich weiß, das ist viel Aufwand dahinter, aber jedes Jahr so eine Fanrunde am Main aufgebaut wird, so mitten in der Stadt und die Leute hier zusammenkommen, weil es einfach super viel Spaß gemacht hat und ich denke, jeder hier auch was mitnehmen konnte. Das glaube ich auch, ja. Ich war ja Stadionsprecher bei uns im Stadion. Ich muss auch sagen, gerade diese ganze Stimmung hier bei der Europameisterschaft hat wunderbar den Frankfurter Fußball irgendwie und ja, dieses internationale Feeling, was wir hier im Herzen von Europa haben, auch wiedergespiegelt. Also ja, es war und es ist, sie ist ja noch nicht vorbei, eine tolle UEFA Euro 2024. Ja, Renate, du lachst schon. Ja, für manche ist es schon vorbei, für vier Teams noch nicht, für die Deutsche schon. Berichte mal ganz kurz ja, von dir. Du warst bei ein paar Spielen im Stadion. Ansonsten hast du schon mir vorhin erzählt, du warst auf dem Schiff unterwegs, hast so ein bisschen die Euro ja, als Kommentatorin begleitet. Wie hast du dieses Sommermärchen hoch zwei wahrgenommen? Ja, also es war einfach ganz fantastisch. Also so wie Deborah es auch schon gesagt hat, ich war ganz zu Beginn, war ich direkt hier beim Eröffnungsspiel in der Fanzone. Da war ja die Hölle los. Also damit startete es schon und ich wusste, dass das Ding wird großartig. Also das wird wirklich ganz fantastisch und es ist auch, finde ich, eine ganz fantastische Geschichte gewesen. Wir waren wieder tolle Gastgeber in ganz Deutschland, besonders natürlich in Frankfurt, im Herzen Europas, ist doch klar. Aber es ist super angenommen worden. Also auch die Gäste, die hier waren, ne? Und das darf man einfach nicht vergessen. Also nicht wir als Organisatoren waren toll, sondern alle, die hergekommen sind. Selbst die englischen Fans haben sich doch einigermaßen benommen. Also von daher, die Stimmung in den Stadien war mega. Ich war nicht nur bei deutschen Spielen im Stadion, sondern eben auch bei den anderen. Manchmal war das Spiel gar nicht so doll, aber die Stimmung im Stadion war einfach großartig. Und deswegen, glaube ich, können wir sehr, sehr stolz, auch wenn die deutsche Mannschaft leider ausgeschieden ist, sehr unglücklich ausgeschieden ist. Sie haben ein tolles Turnier gespielt. Finde ich, können wir auf ein tolles Turnier hier in Deutschland zurückblicken. Ja, danke dir. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und ich glaube, was wir auch mitnehmen, noch so ein bisschen hoffentlich die nächsten Wochen und diesen Sommer, ist einfach diese tolle Atmosphäre, die rund um die Euro auch hier in Frankfurt geherrscht hat. Das nehmen wir mit. Das bringt uns noch so ein bisschen über den Sommer. So, tolle Leistung haben wir aber auch von euch gesehen heute. Wir haben es schon gesagt und wir wollen euch alle natürlich auszeichnen für eure herausragenden Leistungen heute. Fußball mit Handicap. Ja, haben wir heute in die Mitte der Gesellschaft und hier auch ans Mainufer geholt. Und ich glaube, ihr habt eindrucksvoll bewiesen, was für tolle Leistungen man bringen kann, auch wenn man Fußball mit Handicap spielt. Und ihr alle seid Gewinner. Wir haben gesagt, wir haben die Tore zwar gezählt, aber heute gibt es keine Gewinner und keine Verlierer. Heute seid ihr alle Gewinner und deswegen bekommt ihr auch alle den gleichen Preis, genau wie beim olympischen Gedanken, dabei sein ist alles, holen wir euch jetzt nacheinander nach vorne und wir beginnen, also nochmal ganz kurz zum Hintergrund, falls ihr Zuschauer von Beginn an nicht dabei wart, es waren Mixteams,
Das heißt, Jungen und Mädchen sind gemixt, Spielerinnen und Spieler mit geistiger, körperlicher Beeinträchtigung, aber auch ohne Beeinträchtigung waren dabei. Eine Mannschaft ist so ein bisschen herausgestochen, die holen wir jetzt als allererstes nach vorne. Das war nämlich tatsächlich eine reine Mädchenmannschaft, die hier richtig für Stimmung gesorgt hat. Also, kommt mal nach vorne, ihr Mädels vom 1. FFC Kaiserslautern. So, genau, dann geht mal weiter. Da kriegt ihr wie bei der richtigen Europameisterschaft jetzt jede eine Medaille um den Hals und natürlich auch einen Pokal für die Erinnerung. Für den Trophäenschrank zu Hause in Kaiserslautern. Genau, also nochmal Glückwunsch. Geht von Frankfurt nach Kaiserslautern. Im Fußball immer ein hitziges Derby gewesen. Früher, als wir noch in der gleichen Liga gespielt haben. Aber heute sind wir alle für euch. Also großen Applaus, 1. FFC Kaiserslautern. So, und dann kommen gleich die Nächsten dran. Wir haben eine Mannschaft, die gleich mit 3 Teams vertreten waren. Und die kommen jetzt alle mal nacheinander nach vorne. Teutonia Köppern, Team United 1, bitte mal nach vorne. Ihr erinnert mich so ein bisschen an die BVB-Trikots der 90er Jahre. Neongelb mit Kontinental vorne drauf. Also, klasse Leistung abgeliefert. Ihr holt euch auch alle eine Medaille und eine Urkunde ab. Wir hoffen, ihr habt noch ein bisschen Platz zu Hause in Köppern, denn ihr nehmt ja gleich 3 Pokale mit nach Hause. Und dann holen wir eure Vereinskollegen jetzt auch noch mit nach vorne. Team United 2 begrüßen wir jetzt auf der Bühne. Super Leistung. Und jetzt begrüßen wir Team United 3 bei uns hier vorne auf der Bühne. So, ihr kriegt alle eine Medaille. Das waren teilweise heiße vereinsinterne Duelle, die wir hier auf dem Soccer Court gesehen haben zwischen den einzelnen Mannschaften von Teutonia Köppern. Ja, und nach dem heutigen Tag, nach dem Fußballfreunde-Cup, müssen ja scheinbar heute die Biologiebücher neu geschrieben werden, denn die Zebras waren ja bisher immer so süß und haben so harmlos ausgesehen im Zoo. Aber ihr seid ja richtige fleischfressende Bestien, muss ich euch feststellen nach heute. Also, ihr habt definitiv das Turnier gerockt, eure beiden Mannschaften. TSG Dorla mit 2 Mannschaften vertreten. Die Mannschaft 1, die kommt jetzt nach vorne. So, die einen Raubtiere, die haben wir jetzt abgefrühstückt. Jetzt kommen die anderen Raubtiere dran. Also, Team 2 der TSG Dorla. Ich glaube, ihr habt die meisten Buden geschossen auf jeden Fall heute, oder? Habt ordentlich Zielwasser getrunken heute früh. Super gemacht, Jungs und Mädels. So, und mit dem letzten Siegerfoto beenden wir den Fußball-Freunde-Cup. Aber der Fußball-Inklusionstag hier in Frankfurt am Main, der ist noch lange nicht vorbei.